Schönen guten Morgen. Wir haben in der letzten Stunde über Hardware und Software gesprochen, gell, und haben da gesagt, die Hardware, gell, die können wir schlagen, gell, Software nicht. Oder auch die Hardware besteht aus Atomen und die Software ist jener Teil unseres Rechnersystems, der aus Bits und Bytes besteht. Gell. Dann haben wir ein paar Eigenschaften aufgezählt, gell? Also Software ist immateriell, man kann sie speichern, man kann sie übertragen, man kann sie nicht automatisch herstellen, gell? Sie kostet uns Geld. Man muss da eine Lizenz festlegen, damit es klar ist, was man damit machen kann. Gell? Und man verbraucht wenig Energie, wenn man mit Software arbeitet, gell? Oder Software dann auch eine Softwareindustrie hat. Gell? Mhm. Jo. Heute wollen wir ein bisschen mehr über Software erzählen. Etwas, was ihr auch aus eurem Erfahrungsschatz schon kennt und dann ein bisschen messen, die Software messen, gell? Also Software, gell, die Bits und Bytes unseres Rechnersystems und Software kann aktiv sein oder passiv. Und das ist etwas umstritten, gell? Für viele ist Software nur das, was Programme sind, gell? Also aktive Software. Software, die also etwas verarbeitet. Also Software verarbeitet dann die Daten. Und das ist für viele die Software, gell? Also das Programm, das etwas ausführt. Gell? Aber viele sagen auch, ja Moment mal, die Daten, die gehören dazu. Denn was wären die Programme ohne die Daten? Das wäre doch nichts. Also das gehört dann eigentlich zusammen. Und somit sind Daten für viele dann auch Software. Gell? Wichtig ist, dass es uns klar ist, gell? Also es gibt die Programme, die werden ausgeführt, die sind aktiv und die verarbeiten dann die passiven Daten. So, Programme, weil sie verarbeiten Daten und dort haben wir mal ein paar aufgezählt, solche Programme, gell, also da könnte man noch sehr viele andere unterscheiden, das ist auch ein bisschen willkürlich, aber wir schauen einfach mal, gell. Die am häufigsten vorkommenden Programme, das sind wahrscheinlich die, die man nicht sieht. Das sind also in eingebetteten oder in Embedded-Systemen eingebettete Systeme in irgendwelchen Geräten. Geräte, die uns umgeben, die wir zu Hause haben, die wir in der Schule haben, die wir in der Industrie haben, die wir auf der Straße treffen, also Geräte, die irgendeine Aufgabe erfüllen und diese Aufgabe wird durch einen Mikroprozessor, Mikrocontroller gesteuert, gell, und auch die Software drinnen. Also das Beispiel schlechthin ist heute die Waschmaschine. Gell. Also die Waschmaschine hat lange Jahre eine so elektromechanische Uhr gehabt, gell, die ist langsam weitergedreht und je nachdem, wo man da war, konnte man das auch ein bisschen konfigurieren. Gell. Dort war die Software, gell, in der Logik dieser elektromechanischen Uhr da, gell? Und heute ist eine Waschmaschine etwas, etwas anders, die Software drin, gell? Also die Waschmaschine heute beinhaltet auch eine Steuerung mit Software. Und so finden wir das in vielen Orten, gell? Wenn wir in die Schule kommen, haben wir draußen eine Schranke, die auf und zu geht, gell? Und da ist Software drin, gell? Wenn wir in der Schule Licht machen, gell, dann ist das kein Schalter, kein elektrischer Schalter, sondern das ist ein Taster. Und dieser Taster wird von der Haussteuerung, gell, über diesen EEB-Bus gelesen und die Haussteuerung macht dann Licht ein oder Licht aus. Gell. Okay, haben wir wieder Software. Und so ist das halt in vielen Orten, gell, dass wir also überall Software haben, wo wir sie eigentlich nicht immer sehen. Gell. Also ja, wenn wir zu Hause, wenn wir an ein Auto denken, gell, ein Auto ist voller Software. Gell. Geht es zum Mechaniker, gell, macht ein Software-Update im Auto. Gell. Ja, so kann das gehen. Und ja, das sind eingebettete Systeme. Also Systeme mit Hardware und Software, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Aber die Aufgabe ist nicht vordergründig eine informatische, sondern das, was das Gerät eben dann eben tun soll. Gell? Ja, zum Beispiel Zähne putzen. Gell? Also Zähne putzen machen wir heute auch häufig mit so einer elektrischen Zahnbürste, die Software gesteuert ist. Gell? Da gibt es sogar solche mit Schnittstelle, gell? Wo man dann in der App sieht, ob man das gut gemacht hat oder nicht gut gemacht hat. Gell? Alles Software. Mhm. Ja, dann Software als klassische Anwendung. Das ist das, was viele Leute
als Software sehen, geil, und als Software erkennen. Und dann brauche ich einfach mal ein paar aus unserem Erfahrungsschatz aufgezählt, geil, als irgendwelche ja, Office-Anwendungen, geil, das könnte LibreOffice sein oder OpenOffice, geil, ja. Auch Microsoft verkauft so etwas, geil. Und ja, diese Software, und das ist interessant, dort haben wir eventuell die Möglichkeit, ein Programm mit einzubetten in der Datei. Geil? Also das ist da, wir haben Daten und in den Daten haben wir dann ein Programm. Ja. Oder Bildbearbeitungen, geil? Oder ja, Spiele, geil? Oder ein Browser, mit dem wir ins Internet kommen, geil? Also und, geil? Also was uns da können uns noch Sachen einfallen, geil? Lauter Anwendungen. Und viele von uns werden vielleicht irgendwann mal Anwendungen programmieren. Oder Systemsoftware oder das Betriebssystem selbst. Also das ist dann Software, die nicht vordergründig eine Anwendung erfüllt für den Benutzer, der vor dem Computer sitzt, sondern eben eine Aufgabe für den Betrieb des Gerät, das hier erfüllt, geil, und das kann etwas sein, was dann mitgeliefert wird, geil, also das also zu unserem Betriebssystem gehört, geil. Es kann aber auch etwas sein, das jemand schafft, um dann im Betrieb etwas zu ermöglichen, geil. Also gibt es einen Beruf, das sind die Systemprogrammierer, geil, also die programmieren nicht Anwendungen, sondern die programmieren etwas zum Betrieb des Systems, geil. Und ja, ist also so die Software der grauen Mäuse, gell, die also im Hintergrund Aufgaben erfüllen. Dann etwas vor allem in den letzten Jahrzehnten sehr populär geworden, Software im Internet oder für das Internet, gell. Software, die also entweder serverseitig läuft, also irgendwo im Internet draußen irgendwelche Skripts, gell, also ja, da Stichwort irgendwo als Sprache. Nehmen wir PHP, gell, also, oder auch Python oder andere, gell, oder auch clientseitig, gell, also es gibt Software, die läuft bei uns im Browser, gell, wir machen etwas aus, es kommt ein Skript, gell, wir laden das Skript und im Skript dort wird dann etwas gemacht, gell. Es kann ein Editor sein zum Beispiel, gell? Das kann auch eine einfache Überprüfung von etwas sein, gell? Oft ist es nicht als solches erkennbar für uns, gell? Oder Software für mobile Geräte, gell? Also ja. Die Apps, gell? Das ist so ein bisschen als eigene Kategorie oft gesehen, gell? Weil sie ja ganz besondere Aufgaben hat, gell? Auf ganz besonderen Geräteklassen, gell? Also unsere kleinen Streichelcomputer, gell? Und das ist etwas, was in den letzten Jahren sehr nachgefragt wird, gell? Also immer wieder hört man dann, ja, es wird dann ein Entwickler gesucht, gell? Also für mobile Anwendungen, fürs Apps und so, gell? Also auch eine ganz besondere Kategorie. Und etwas, was normalerweise nicht besonders aufgezählt wird, das ist etwas für uns, gell? Ja, so Entwicklertools. Etwas, das wir brauchen, um Software zu schreiben. Geil, weil Software entsteht nicht automatisch. Software muss man entwickeln. Und wenn man dort Instrumente hat, ist das feiner. Geil? Und dort können ja einfach Instrumente, Editoren, geil, oder ja, zum Übersetzen, Compiler, geil, oder gesamte, ja, alles umfassende Programme mit Oberfläche, Editoren, Compiler, geil, und Debugger zum Fehler suchen und so, geil, also da lauter Dinge, die wir als Entwickler lieben, geil. Man könnte sich vielleicht noch andere Kategorien ausdenken, geil, aber das sind ein paar Beispiele, wie man eben die Programme, die aktive Software klassifizieren könnte. Ja, dann die Daten, geil? Also die Daten, das sind also die passiven Teile der Software, geil? Sie werden von den Programmen verarbeitet, geil? Und ja, klassisch, geil, ist oft Dateien, geil? Also Dateien, die wir speichern können, die wir übertragen können,
die wir dann im Dateisystem sehen, gell? Also die werden dann angezeigt, gell? Also das ist eigentlich ein feines Konzept, das sehr, sehr ja, in der Umgebung bekannt ist, gell? Also dass man Daten so auf Lochkarten hat und sagt, ja, auf der Lochkarte habe ich das und auf der habe ich das, gell? Das ist eigentlich überholt, gell? Also das macht eigentlich kaum mehr jemand, gell? Mhm. Aber Daten hat man in Form von Dateien normalerweise, gell? Und nicht in Form von, naja, Daten, die man irgendwo direkt auf dem Träger hat, und dann muss man als Entwickler selber schauen, wie man damit umgeht, gell? Und wenn man ein Dateisystem hat und eine Unterstützung für Dateien hat, dann ist das sehr nützlich. Es gibt noch ein anderes Konzept, gell? Und zwar ja, das Konzept der Datenbank, gell? Also das habt ihr ja im Jenium schon kennengelernt, habt eine Desktop-Datenbank kennengelernt. Und dort geht es ein bisschen weiter. Dort haben wir eben Daten, die häufig umfangreich sind, auf die man vielleicht auch parallel zugreifen kann. Nicht nur einer, sondern viele, gell, auf einem Server. Und da hat man dann auch Vorteile in der Arbeit mit diesen Daten. Und das Ganze, die Datenbank, gell, bildet mit der Software, die das zur Verfügung stellt, dann das Database Management System, gell? Und das ist dann eine aufregende Sache, gell? Mhm. Okay, also Daten und Programme. Und dann wollen wir noch etwas ansprechen, was eigentlich nicht schwierig ist für uns, aber etwas, naja, etwas konfus ist manchmal, gell? Und zwar die Einheit, gell? Und zwar Einheiten zum Messen, gell? Die Frage, wie viel haben wir, da muss man messen, gell? Also ihr habt es ja gelernt, ihr habt ja Technologie schon gehabt, gell? Und da habt ihr gemessen, gell? Also da habt ihr solches Instrument gehabt, gell? Einen Messschieber, gell? Oder eine Schieblehre, gell? Und mit diesem Messschieber kann man messen, gell? Die Frage ist, ja, kann man da mit Daten messen, gell? Und die Antwort ist eher nein, gell? Okay? Also Daten kann man nicht in Längen messen, gell? Also auch nicht mit einem schönen Messschieber, gell? Oder auch nicht, gell? Auch nicht mit einem Lineal, gell? Also das geht dann auch nicht zum Messen von Daten, gell? Also, jo, gell? Warum? Weil Daten, das sind eigentlich keine metrischen Maße, gell? Es gibt da nicht 1 cm und 1,1 cm und so, das ist nicht metrisch, gell? Daten kann man aber zählen, gell? Und da muss man sich eben jo, mal definieren, was wir hier zählen, gell? Also in der Chemie habe ich Teilchen gezählt, gell? Das waren die Mole, glaube ich, haben die geheißen, gell? Also ist lange her bei mir, gell? Also haben wir gesagt, so viele sind da drinnen, gell? Da haben wir gezählt, gell? Also die Masse unserer, ja, unserer Dinge, die uns umgeben, gell? Die sind nicht analog, die sind eigentlich gezählt, gell? Ist also auch kein metrisches Maß, gell? Aber naja, das können Sie im Chemieheft mal nachschauen. Aber wir wollen schauen, wie das eben bei den Daten ist. Und zwar bei den Daten, das Kleinste, das ist das Bit. Gell? Und das Bit kann eine binäre Unterscheidung darstellen. Gell? Das kann uns eben ja sagen, gell? Also etwas sein oder nicht sein. Gell? Das ist die Frage. Und die Antwort auf sein oder nicht sein, das können wir mit einem Bit darstellen, gell? 0 oder 1, gell? Also High oder Low, wenn wir das mit einer Spannung darstellen wollen, gell? Strom oder Nichtstrom, gell? Auf der Lochkarte, Loch oder Nichtloch, gell? Okay, also das ist das Kleinste. Und das ist so klein, dass es eigentlich nicht als Einheit verwendet wird, gell? Als Einheit wird immer ein Vielfaches von Bits verwendet, und zwar die Bytes, gell? Und zwar hat sich es eingebürgert, und zwar eigentlich schon lang, dass man 8 Bits zusammennimmt, und das ist ein Byte, gell? Und die Einheit des Zählens, gell? Das sind die Bytes, gell? Also sagt man dann so viel Bytes, gell? Aber weil ein Byte dann auch wenig ist, gell? Nimmt man dann oft viele Bytes zusammen, gell? Und diese viele Bytes zusammen, gell? Das könnten jetzt die nächsten die Kilobyte sein. So, und jetzt beginnen die Probleme, gell? Wie viel ist denn ein Kilobyte, gell? Boah, sagt der eine, ja logisch, 1000, gell? Okay. Also ein Kilobyte ist 1000 Bytes, gell? Oder sind es 1024 Bytes,
Und Informatiker, gell? Also wenn ein Informatiker mal etwas älter und grauer ist, dann sagt er sicher 1024, gell? Weil 1000 Bytes hat er nicht mehr gezählt, gell? Aber das ist interessant, es hat sich irgendwo mal eingebürgert, dass man auch dezimal zählt, gell? Also die Angabe dezimal macht. Und jetzt ist Chaos perfekt, weil die einen, die gehen eben da Dezimales darstellen, die anderen eben als Zweierpotenz 2 hoch 10.024, gell? Und ja, das ist jetzt ja, nicht so nett, gell? Vor allem, wenn es jemand dann auch benutzt, um, ja, um zu seinen Gunsten die Sachen etwas umzubiegen, gell? Wenn ihr mal schaut, gell, eine große Festplatte, so eine Terabyte-Festplatte, gell, wie viel da drinnen ist, gell, wie viel Giga sind denn da? Das sind nicht 1024 Giga drinnen, gell? Da sind oft viel weniger drinnen, gell? Und das hat etwas damit zu tun, dass diese Hersteller da dezimal das machen und nicht als Zweierpotenz, und da kommen dann schon die Fehler dazu, gell? Und ja, wenn wir da mal schauen, gell? Also da ganz nett der englische Artikel zu Kilobyte, gell? Da sehen wir dann hier zum Beispiel ist Terabyte, wenn wir das da so angeben als 1000 hoch 4, gell? Und auf der anderen Seite haben wir 1024 hoch 4, gell? Da kommen dann schon Unterschiede heraus, gell? Das findet ihr auch im deutschen Artikel zu Byte, gell? Und jo, da haben wir irgendwo genau wie schon eine Tabelle gehabt. Und diese Tabelle, die zeigt auch die Unterschiede, gell? Und wenn wir da schauen, das Terabyte, gell? Also das ist der 1, gell, mit 12 Nullen dahinter, gell? Also eine Billion Bytes, gell, oder eine Million von Millionen Bytes, gell, das ist viel. Und wenn wir das jetzt da vergleichen, gell, mit der Zweierpotenz, das wäre dann 2 hoch 40, gell. Und der Unterschied zwischen 2 hoch 40, gell, und einer Million, gell, ist 10%. Das heißt also, eine Festplatte, wo ein Terabyte draufsteht, gell, da ist ein solches Terabyte drinnen. Und nicht ein solches mit 2 hoch 40, gell? Das da ist der Grund, gell? Und ja, dessen müssen wir uns auch bewusst sein, gell? Also oft meint man dann eben die Darstellung mit diesen dezimalen Präfixen da, gell? Ja, viele verwenden heute auch das mit dem KIB, MIB und GIB und so weiter, um zu spezifizieren, dass es eben ein, ja, also ein binärer Präfix als Zweierpotenz dort ist, gell? Gell? Also ja, ältere Informatiker, die meinen immer die und schreiben kein I dazu, gell? Jo, also das zu messen, gell? Okay, also nicht mit dem Instrument, das wir alle haben, das wir alle kennen und lieben, gell? Sondern das Zählen, das ist das Maß aller Dinge bei der Software, gell? Sowohl beim Speichern als auch beim Übertragen, gell? Auch früher und auch heute. Der Unterschied ist das, gell? Heute hat sich's eingebürgert, dass wir auch diese dezimale Präfixe haben, gell? Und nicht nur diese binären da als Zweierpotenz, gell? Jo, auf Wiedersehen.